Göttlicher Claudius, ich bringe dir die Braut, die du erwählt hast. Wie heißt du? Valeria! Du hörst es. Valeria Messalina hat die heilige Sache des römischen Adels ohne Bedenken verraten. Ist es nicht schön? Wer aber sollte so tugendhaft sein, einem alten Herrn wie mir noch die Treue zu halten? Ich will nicht darauf verzichten zu leben und kann nicht darauf verzichten zu lieben. So spät noch, Marcellus? Du gehörst mir, denn nur durch mich bist du auf den Thron gekommen. Haben die tapferen römischen Aristokraten etwa Angst vor einer schutzlosen Frau? Ich weiß, dass sie jeden für sich gewinnen kann, weil alle Männer am Hof ihr hörig sind. Habe euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Marcellus! Zerstört ihre Hütten und steckt alles in Brand! Leute, reißt sie zusammen! Was willst du hier? Dies ist kein Platz, um zu diskutieren. Ich habe Ort und Stunde genau gewählt, um dir für dein Tun die Augen zu öffnen. Über die Übergriffe und Unmenschlichkeiten Messalinas. Ich habe die langen Jahre auf deine Rückkehr gewartet. Ja, in den Armen des Claudius. Du wagst es? Ich werde dich wie einen Sklaven auspeitschen lassen. Genügt es dir nicht, dass ich zu dir komme, mich dir anbiete wie ein Weib aus der Vorstadt? Etwas anderes bist du auch nie gewesen. Bist du wahnsinnig? Jetzt nicht mehr. Man hat ihm die Kehle durchschnitten. Jemand muss ihn hinterrücks überfallen haben. Für den Kaiser! Rom ist unser, göttliche Messalina. Mit diesem Augenblick beginnt eine neue Epoche für Rom. Deine Taten, Gaius Iulius, werden die Cäsars überschatten.